Ja, bald beginnt sie wieder, ne? Die schönste Zeit des Jahres, die Urlaubszeit. Da möchte man jetzt auch liegen, oder? Für viele heißt das natürlich deshalb jetzt Reise buchen. Und das tun viele ja ganz gerne, nur bequem im Internet. Aber Vorsicht, wer nämlich online bucht, zahlt am Ende manchmal mehr als erwartet. Und auch Geldgeschenke oder auch Gutscheine sind bei der Buchung im Internet so eine Sache. In vielen Fällen klappt das nämlich nicht, wie unser Service jetzt zeigt. Unister Travel. Wer nach diesem Unternehmen im Internet sucht, stößt unvermeidlich auf kritische Kommentare. Doch woran liegt das? Zu den bekanntesten Reiseportalen des Unternehmens gehören Ab in den Urlaub und Flüge.de. Zwei Reisebuchungsseiten, über die sich etliche Kunden im Netz beschweren. Zu Recht? Die Geschwister Julia und Lisa Klier aus Vilshofen gehören zu den Unzufriedenen. Im Januar 2016 haben sie über Flüge.de zwei Flugtickets nach Barcelona gebucht. Sie sind der Meinung, dass erst nach dem Klick auf Buchen der endgültige Preis ersichtlich war. Der Preis war zuerst 240 Euro und am Schluss nach der Buchungsbestätigung waren es halt plötzlich 335. Dass eine zusätzliche Gebühr beispielsweise bei Kreditkartenzahlung anfallen kann, war den beiden Schwestern bekannt. Nicht aber, dass bei Flüge.de eine sogenannte Service-Fee, also eine Servicegebühr, fällig wird. Sie sind der Auffassung, erst nach dem Abschluss der Buchung die Mehrkosten von knapp 80 Euro, das heißt 19,99 Euro pro Person und Strecke, entdeckt zu haben. Sofort versuchen sie, das Unternehmen zu kontaktieren. Wir haben erstmal versucht, Flüge.de zu erreichen. Auf die ganzen E-Mails kamen dann immer automatische zurück, in denen es hieß, dass die E-Mails nicht beantwortet werden, weil sie überlastet sind. Bei der Hotline kam man überhaupt nicht durch. Nach Artikel 23 der EU-Verordnung 1008 aus dem Jahr 2008 müssen die Preise von Beginn an inklusive aller unvermeidbaren Kosten angegeben werden. Bezugnehmend auf diese Regelung legt Jurastudentin Julia Beschwerde ein. Wir wurden wirklich nicht ernst genommen. Es kamen nur Standardantworten. Direkt auf unsere Wünsche wurde gar nicht eingegangen, kein Kompromiss und gar nichts. Es kamen auch keine Rückrufe, es kam nach Ewigkeiten mal eine E-Mail-Antwort und... Hilfe finden die beiden über ein Verbraucherschutzforum. Dort wird zu einem Rechtsbeistand geraten. Anwalt Vincent Aydin vertritt viele Mandanten, die Vorwürfe gegen Unister erheben. Ihr Fall ist bei weitem kein Einzelfall. Die Problematik in Ihrem Fall, das kann ich Ihnen schon vorweg sagen, ist am Ende sind Sie als Kläger, wenn wir das Ganze durchspielen im Gerichtsverfahren, beweisbelastet. Und dann ist es immer sehr schwierig sozusagen zu beweisen, dass der Preis vorher noch nicht der Preis war, der am Ende getätigt worden sind, weil Sie sicherlich auch kein Screenshot davon gemacht haben, was vorher angezeigt worden ist als Preis. Wir konfrontieren Unister mit den Vorwürfen von Julia und Lisa. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: Kein Ticketpreis auf Flüge.de erhöht sich plötzlich nach dem finalen Klick auf Bezahlen oder Jetzt buchen. Ebenso gibt es auf Flüge.de keine versteckten Gebühren. Mit seiner Buchungsstrecke erfüllt Flüge.de die gesetzlichen Vorgaben. Werden während der Buchung einzelne Kriterien geändert, kann dies den vorher angezeigten Endpreis beeinflussen. Selbstverständlich erhält der Kunde stets den aktuellen Preis vor finalem Klick auf Jetzt buchen angezeigt. Julia und Lisa hatten diesen aktuellen Preis vor der Buchung jedenfalls nicht erkannt. Die Geschwister sind nicht die einzigen, die sich über Unister Travel beklagen. Zu dem Unternehmen gehört auch das Portal Ab in den Urlaub. Das Ehepaar Dilge hatte einen Gutschein in Höhe von 100 Euro bei der letzten Buchung über das Portal eingesetzt. Und bei der Buchung ist auch der Gutschein bestätigt worden, anerkannt worden. Und der Gutschein lautete, dass man 100 Euro nach Ablauf der Reise wiederbekommt. Und die Reise fand im September statt und das wurde uns auch schon bei der Buchung zugesagt, dass wir am 21. Oktober 2015 100 Euro Gutschein zurückbekommen. Ab diesem Zeitpunkt warten sie auf ihr Geld. Mehrmals ruft das Paar bei der Service-Hotline von Ab in den Urlaub an. Sie werden immer wieder vertröstet. Bei der Telefon-Hotline von Ab in den Urlaub habe ich im ersten Moment den Zusagen der Callcenter-Mitarbeiter geglaubt, weil sie also sagte, es muss in den nächsten Tagen, muss das Geld auf ihrem Konto sein. Und dann habe ich immer gedacht, na gut, dann wartest du halt noch die paar Tage und dann sieht man weiter. Aber dem war ja nicht so. Daraufhin schreibt Susanne Dilge eine Mahnung an Unister. Vergebens. Auch das Paar wendet sich an den Rechtsanwalt Vincent Aydin. Er vertritt aktuell über 50 Fälle, in denen Gutscheine bislang nicht ausgezahlt wurden. Unsere Mandanten warten teilweise schon ein Jahr auf die Auszahlung und werden immer wieder mit den gleichen Ausreden hingehalten. Man würde sich schon im Auszahlungsprozess befinden, noch kurz gedulden oder aber die Bankdaten wären nicht hinterlegt. Da diese beiden Ausreden aber bei allen Mandanten getätigt werden, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass es sich einfach hier um Hinhaltetaktik handelt.
Auch zwei vom Anwalt gesetzte Zahlungsfristen blieben zunächst ergebnislos. Das Ehepaar wartet inzwischen knapp 6 Monate auf das Geld. Wir bitten Unistar auch in diesem Fall um eine Stellungnahme. Darin heißt es: Leider wurde die notwendige Bankverbindung erstmals im November 2015 mitgeteilt. Mit anderen Worten also erst nach Fälligkeit der Auszahlung. Hier steht Aussage gegen Aussage. In einer Pressemitteilung vom Februar 2016 erklärt das Unternehmen: Leider war es uns trotz gewissenhafter Arbeit bislang nicht in allen Fällen möglich, eine pünktliche Auszahlung spätestens 28 Tage nach Urlaubsende sicherzustellen. Der wichtigste Grund dafür ist die Komplexität der Ermittlung korrekter Bankdaten, die nach Einführung des SEPA-Systems im vergangenen Jahr spürbar gestiegen ist. Künftig zahlt ab in den Urlaub.de das Urlaubsgeld standardmäßig via Scheck. Das Problem sei behoben, heißt es. Die 100 Euro hat Familie Dilge wenige Tage nach unserer Anfrage erstattet bekommen. Allerdings nicht die entstandenen Anwaltskosten von rund 80 Euro. Die fordern sie weiter. Im Endeffekt, gerade bei den Auszahlungen der Gutscheine, kommt man meistens um eine Klage nicht herum, damit man vollkommen an sein Recht kommt. Fazit: Machen Sie vor jedem Buchungsschritt einen Screenshot, um später Beweismittel zu haben. Bewahren Sie jeglichen Schriftverkehr auf und einfach mal vorab Erfahrungsberichte googeln.